Damn. Ey Jungs, komm mal raus! Auch Mädels draußen noch, hey, komm mal raus! Join in der Brief! Also ein bisschen Performance erwarte ich schon. Hallo liebe Models. Nachdem ihr euch in den vergangenen Wochen bereits vor der Kamera und auf dem Laufsteg behauptet habt, wird die nächste Challenge nicht weniger herausfordernd. Ein Casting-Teaching steht an! Habt dabei Folgendes im Hinterkopf. Wie wollt ihr euch individuell vor Kunden, Designern und Fotografen präsentieren? Die Wahl eures Outfits und Make-ups liegt in eurer Hand. Ich erwarte euch in 15 Minuten am Catwalk. Bis gleich, eure Heidi. Let's go. 1, 2, 3, 4. Aua. Ist der scheiß Kleiderbügel. Wer hat den da hingehangen? Scheiße, jetzt muss ich mich noch umziehen. Leute, zieht den weiß oder schwarz Tanktop an? Schwarz. Also irgendwie sehe ich echt aus, als würde ich gerade zu einer Beerdigung gehen. So, das ist, also no joke, Leute, das ist so formell. Teaching ist immer gut, weil Heidi hat vielleicht noch bessere Tipps, wie man sein Auftreten noch mehr verbessern kann. Deswegen bin ich echt gespannt, was sie uns beibringt. Ich schmeiß mich gerade ab, weil da sollte man natürlich kommen, oder? Deswegen habe ich gerade auch schon mein Lipgloss und so ist alles abgemacht. Eigentlich muss ich so noch mehr. Ich habe eigentlich auch gar nichts geschminkt, außer jetzt nur ein Eyeliner. Wenn man als Model zum Casting eingeladen ist, hat man nur sehr wenig Zeit, um sich dem Kunden zu präsentieren und einen positiven Eindruck zu hinterlassen. Und genau so eine Situation, die üben wir heute mal. I've got the things that you need. Mal sehen, wie sie sich so vorstellen für einen potenziellen Kunden. Cause I'm the queen of the night. Queen of the night. Wir haben ja einen versteckten Kunden. Aber das wissen meine Models nicht. You look so good to me. I wanna feel your light. You look so good to me. Mein Name ist Katharina Enzmann. Ich leite das Marketing von Emmy Deutschland. Mein Name ist Leandra Meyer und ich bin Marketing Assistant für Emmy Cafelatte. Wir suchen das erste Mal ein Male und ein Female Model. Wir werden heute ganz genau aufpassen, was da unten passiert, während wir hier oben ganz heimlich zuschauen. Wir hoffen, dass Heidi alles aus den Models herausholt, dass wir ganz viel Persönlichkeit sehen können. Und ich bin mir sicher, dass wir so die perfekten Models finden für unsere Geburtstagskampagne. Hallo liebe Models! Hi. Ich habe gedacht, heute machen wir mal so eine kleine Casting-Situation. Stellt euch vor, ich wäre jetzt die Kundin und ihr kommt rein und stellt euch einfach vor. Ihr könnt ein bisschen über euch erzählen, was euch ausmacht, warum ich euch buchen soll, was euch besonders macht. Wow, sind das unglaublich viele Models diesmal, viele. Oder? Das wird so schwer. War schon mal jemand von euch bei einem Casting? Dominik, du warst schon mal beim Casting. Erzähl du doch mal, wie es ist, wenn du zum Casting gehst. Was fragen die dich denn da so? Sagen wir mal, es ist ein kommerzieller Kunde. Dann würde ich... Soll ich es vormachen? Gerne. Ja. So mutig, ne? Direkt. Übernimmt Initiative. Dominik. Und Dominik, dir würde ich noch mitgeben, vielleicht den Armin noch und Alexandra. Kommt ihr auch noch mit drauf? Ich möchte diese Woche Heidi auf jeden Fall zeigen, dass ich ein gutes Model bin. Dass man auch wirklich so sagt, er kann das und ja, das ist das Ziel. Da reinspaziert. Geht's? Gut, wie geht's euch? Hallo, wer bist du? Ich bin Dominik, ich bin 27 Jahre alt. Ja. Ich komme aus Kempten im Allgäu. Ja. Und ich bin Model und Schauspieler. Mhm, Schauspieler? Und ja, ich habe eine Schauspielausbildung gemacht. Ich habe eine Action-Szene gedreht mit tatsächlich Armin. Echt jetzt? Also ich bin der Armin. Ich würde sagen, dass ich ein sehr offener Mensch bin. Ich will Neues erleben. Bei dir stehen noch bestimmt die jungen, wunderschönen Mädchen Schlange ums Haus rum. Ja, also oder? Mega lieb, dass du das so sagst. Ich glaube, da müsstest du die Mädchen fragen. Aber ich kann mich auf jeden Fall nicht beschweren. Also ich denke, ich komme ganz gut zurecht. Ich bin aus demselben Dorf und ich sage ja. Ja.
Wenn ich jetzt Armin und Dominik miteinander vergleiche, dann sieht man, der Armin, der ist in der Situation deutlich entspannter. Der steht da ganz lässig, Hände in der Tasche, der hat einen süßen Smile. Gefällt mir. Dominik versucht fast zu fest, gut zu sein. Und das nimmt ein bisschen was von der Lockerheit. Ja, ich muss erst mal ein bisschen auftauen. Ich arbeite daran. Ja, fällt mir noch nicht so einfach. Wer bist denn du? Also ich bin Alexandra, bin 21 Jahre alt, komme aus Erfurt. Und wirkt ein bisschen unsicher, die Alexandra, oder? Ich kann jetzt schon an deinen Füßen erkennen und wie du rumzappelst, wie nervös du bist. Ja. Weil die Füße auf einmal gehen hier rein und raus. Ne? Also ich jetzt sehe sofort, das ist dir unangenehm. Du weißt nicht so wirklich, was du sagen sollst. Die Hände wissen nicht wohin. Bleib einfach locker. Ich muss auf jeden Fall noch viel lernen, so das Selbstbewusstsein zu haben, gute Erfahrungen zu sammeln, dass ich mich darauf stützen kann. Danke euch. Das macht die Heidi gut für uns. Hi, ich bin der Linus, ich bin 25 Jahre alt, ich studiere BWL. Hast du einen Partner oder Partnerin? Nee, ich bin Single. Ich frage jetzt so persönliche Fragen, das würde der Kunde gar nicht fragen, aber ich bin jetzt selber interessiert. Ich werde jetzt total unprofessionell. Ich so, was? Erzähl mir. Also ich wäre auf jeden Fall offen. Er ist offen. Er ist offen für eine Beziehung, liebe Leute, zu haben. Er ist zu haben. Genau. Also normalerweise bin ich mit Komplimenten nicht so confident, wo ich sage so, okay, meinen die das jetzt ernst? Wenn aber dann eine Heidi das sagt, das ist für mich schon so, oh, vielleicht ist es doch ganz gut. Was hast du denn sonst noch, was die anderen nicht haben? Ich bin, glaube ich, also lebensfroher Mensch. Ich lache gerne. Ich habe in der Jugend mit Basketball angefangen. Basketball hat mir halt damals sehr viel geholfen, irgendwie mich weiterzubringen. Ich wurde sehr stark ab der 5. Klasse gemobbt. Das glaube ich jetzt nicht. Gemobbt? Wieso? Ja, damals wurde sogar eigentlich so Wörter genannt wie Melonengaskopf. Ja, ich hatte anscheinend einen großen Kopf irgendwie. Ich war in der Jungsklasse und ich war halt nie eine Person, die auf Leute wirklich draufgegangen ist und die probiert hab zu mobben. Du hast dich dann eher zurückgezogen? Ja, zurückgezogen, beziehungsweise ich wollte halt eigentlich immer noch ich so sein, aber es wurde halt einfach weiter draufgeheimert. Also ich bin, glaube ich, jetzt halt gerade an so einem Punkt in meinem Leben, wo ich diese ganze Schulzeit einfach auch hinter mir gelassen habe. Und ja, ich bin jetzt 25 und ich glaube, man musste einfach durch Sachen gehen. Aber jetzt will ich einfach selbst auch sehen, so dass ich es drauf habe und einfach das kann, was ich vielleicht für ein Potenzial in mir habe. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr von dir sehen, ja, weil du bist gut auf dem Laufsteg. Also ich glaube auch wirklich, dass du das rocken kannst, das Ganze. Aber du musst ein kleines bisschen mehr deine Persönlichkeit raussprudeln lassen. Xenia? Ja, ich komme aus einer Stadt, die ist ein bisschen so kleiner. Hab direkt gesagt, ja, ich will Model werden. Und in meinem Umfeld war das nicht so beliebt. Die meinten so, nee, das schaffst du nicht. Ich glaube, das hat dich dann echt ein bisschen eingeschüchtert, weil dieses Eingeschüchterte, ich kann es spüren. Ja. Xenia steht sich definitiv selbst im Weg. Dadurch bringt sie tatsächlich etwas, ich mag es kaum sagen, etwas Langweiliges mit. Und es fehlt Energie in ihrem gesamten Auftritt. Xenia, Linus, ihr seht wirklich auch super aus, aber es ist schöner, wenn ihr ein bisschen mehr sprudeln könntet. Er hat eine schüchterne Art, das hat auch Heidi gerade eben gesagt. Aber irgendwie macht ihn das so wahnsinnig authentisch und sympathisch. Und ich glaube, er weiß gar nicht, was in ihm steckt. Also ich glaube, da kann ganz viel rauskommen und das gilt es nur zu kitzeln. Hast du Lust auf noch mehr Shootings, Catwalks und den Modelalltag? Dann abonnier doch unseren Kanal, um kein einziges Video mehr zu verpassen. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du hier direkt draufklicken und kannst dir das nächste Video von GNTM auf YouTube anschauen. Du liebst Germany's Next Topmodel und hast keine Lust mehr, irgendwelche Folgen zu verpassen? Dann klick hier, um dir noch einmal alle Folgen in Ruhe auf Join anzusehen.